Hallöchen, ihr, der Nale 4 und willkommen zurück bei Grey Dawn, wo es weitergeht, hier zurück am See, bei der Kirche oder umgekehrt. Ja, wo ich jetzt reingehe und mal gucke, warum die alle hier die Köpfe hängen lassen. Alter, das ist so weird, okay. Liegt einer. So, und die Drillinge sind auch am Start. Und hier die Trauergemeinschaft. Aber was ist denn mit deinen Fingern? Das ist ja okay. Gut, würde ich sagen. Guckst du mal, was hier ist. Okay, sind diese ganzen Puppen auch mit drin. Hallo? Das ist ein Schmetterling. Image, I am of your unutterable glory, though I bear the scars of my sins. O Lord, who watches over children in the present life and in the world to come, because of their simplicity and innocence of mind, abundantly satisfying them with a place in heaven, bringing them to live in radiantly shining places, where the spirits of the righteous dwell. So, jetzt Deckel drauf. Okay. Und das Kreuz reingepflockt, oder was? Beziehungsweise jetzt wird er. Fun wie. Wie fröhlich der es gemacht hat, ne? There are three of you. We are Trinity. For they are Legion. Oh, kann ich jetzt aufhören mit dem Bimsel? Jetzt habe ich jetzt den Namen. Okay, 7 Stück. Gut. Jetzt bin ich wieder daheim. Alle Klärchen. Okay, jetzt ist die Sache. Was nun? Ich jetzt oben in das Zimmer gehen. Why did you become a priest? Because of my love for God. Okay, akzeptier's einfach. Bitch. Okay, dem Schmetterling hinterher. You don't understand. This is about something greater than myself. Uh-oh. Leave me alone. Please. Na ja, er kann nicht beides haben, ne, als Priester. Das geht nicht. Stop. Where are you going? Ja, weg. Leave me alone. Das war auch penetrant, hey, der Lappen.
Statt dass es gehen lässt, ne? Okay. Please, don't do it. Okay, da vorne ist eine Krypta oder sowas. Mausoleum? Irgend sowas? You still don't understand. We lost everything, Abraham. Everything. I just can't handle this pain any longer. Suicide. Such an incorrigibly selfish thing. Das ist nicht wirklich gut. So, mal gucken. Und rennen in die Suppe. Alle ab. Erstmal gucken. Helm auf. This place stinks. Oh God, the dreadful stench of death. The devil is twisting the reality. Okay, es sind Zähne. Of men from the captivity of the devil, deliver thy servant from all the workings of unclean spirits. Okay, aber jetzt ein Herzchen oder sowas, okay. Ah, die Herzen suchen. Ah, okay, genau. Gut, dann machst du mal weiter. Reicher. This great divine holy invocation and plea, O devil, for thine expulsion, as well as this rebuke for your utter annihilation, Satan. Genau, Satan, fick dich. Ah, gleich weiter geht's. Felix. Raus mit dem Ranz. He who composed all things well by his word from nothingness into being. He who walks upon the wings of the air, the Lord rebukes thee, devil. Okay. Boah, das ist schon echt makaber stellenweise, hey. Warte mal, ist noch irgendwas hier? Da oben nicht. Hier auch nicht. Okay, das heißt, das muss noch eine Runde sein. Okay. Fear, isn't it? You must not fear. By transcending reality, you understand that fear is for those who see only the material world. But you, you can see more. You can see my world. Okay, also habe ich drei Herzen. Aber ich brauche doch mehr.
Lass mal gucken hier, was da ist. Panihida. Okay, ist für mich das gleiche Buch. Komm, drück mal hier die Spieluhr zurecht und guck mal. That you don't have faith. For example, do you believe with your own heart that you can raise a temple sunk in hundreds of years ago from the water? Bitte. Okay. Das bleibt gleich. Dann gehen wir über die Brücke. Irgendwie. Oh Lord. Gut, dann schauen wir mal, was hier mich jetzt erwartet. Irgendwie. Jede Menge komische Relikte. Guck mal, da ist was. Können wir was finden? Das sieht auch wieder schön aus hier, die Bilder. Also ich muss schon sagen, die Umgebung, die ist echt super lieb gemacht. Richtig schön. So, nun haben wir hier dann irgendwie die Anubis-Viecher am Start. Okay. Das ist aber eine ganz andere Religion, ne? Ist das Christentum? Kann ich was machen? Ja. Okay. Erstmal da rein. So. And now here is my secret. A very simple secret. It is only with the heart that one can see right. What is essential is invisible to the eye. Okay. Gut. Jetzt noch ein Buch. Ich glaube, das muss ich auf den... auf eins der Podeste legen. Aber erstmal gucken, ob wir hier irgendwie noch das letzte Bildchen finden. Ich vermute mal, es dürfte nämlich gleich auch rum sein. Was schade wäre, das wäre echt ein sehr, sehr kurzes Spiel. Schau mal. Okay, das ist cool. Also muss ich jetzt den Tempel aus dem Wasser heben. Das heißt, ich muss gucken, ob hier noch was ist. Irgendwie. Aber hier kann ich nichts machen. Nee, ich muss noch was anderes finden. Drüben kam ich, ne? Ja, genau.
So, das war die Epilepsie-Eule, die mir nicht wirklich eine große Hilfe gewesen ist bis jetzt. So, okay, da hinten war ich. Ich glaube, ich gehe mal dann auf der anderen Seite gucken. Ich vermute mal, ich brauche noch einen so ein Büchlein, ne? Genau. Dann gehe ich mal hier durch. Die Brücke. Guck mal, da hinten ist noch was. So, was haben wir denn hier? Noch ein Buch. I have lived a great deal among grown-ups. I have seen them intimately, close at hand, and that hasn't much improved my opinion of them. Okay. Ich muss sagen, heben wir das Ding weiter an. Oh, das ist riesig, hey. Guck mal, das geht ja ziemlich weit nach unten. Ist da Konfuzius? Hier haben wir den. Das ist aber auch gleich, oder? Das ist auch der gleiche. So, jetzt brauche ich noch einen Sohn. Guck mal, da hinten ist auch noch, okay. Ein Sohn Gedönse. Ah, jetzt ist hier noch eine Brücke. Ah, okay. Das wieder hier umändern. So, und jetzt? Hier ist doch nichts. Zeit. Nee, hier ist auch nichts. Hä? Irgendwo noch irgendwas sein. Ach, da geht ein Weg hoch, ne? Kann das sein? Okay, gut. Ah, das Klärchen. Ich brauche halt was lange manchmal. Das ist ja bekannt. So. Also hopp. So, was haben wir hier für einen Lachs? We all used to call him the Little Prince. The proof that he lived is that he was charming, that he laughed, and that he was happy. If someone is happy, that is a proof that he exists. Okay. Also, wer glücklich ist, hat
hat hier eine Existenzberechtigung oder was? Ah, das war eigentlich zu bezweifeln. So, dann. Butter mal rein den Lachs und guck. After the meeting with my master, you'll fear no more. You'll see a reflection of him. Who's your master? And why only a reflection? Mortals cannot see his splendor and live. Okay. Und was genau das sein wird, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei wärt. Macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao.